Ja, es geht weiter mit dem Stream. Herzlich willkommen. Wir werden ein wenig Prag erkunden, ein wenig die Umgebung von Prag erkunden und mal schauen, wo uns das so alles hinführt. So, dann bin ich ja ganz froh, dass mittlerweile bei der neuen OBS-Version das auch mal angezeigt wird, was man gerade hier für Sachen erledigt oder eben auch nicht. Ahoi, ich bin hier. Geil. Schön, dass du da bist. Dann schauen wir doch mal. Aufträge. Was wollten wir eigentlich machen beim letzten Mal? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Stanek zur Rede stellen. Das fehlt also noch. So, das wäre Wegreisen. Sind das beides in Breschneck irgendwas? Okay. Vielleicht machen wir das dann einfach mal. Haben wir einmal die Neonicht und einmal halt Black. Dann können wir die beide da mal abfrühstücken. Und Hauptmission machen wir dann später mal weiter. Wie gesagt, ich bin jetzt auch noch nicht so ganz sicher, ob das hier wieder so ist wie im... Ah, danke fürs Hosten. Die Lara, sind Sie da? Was gibt's, Adam? Haben Sie etwas Neues über Vince? Ich habe gerade mit seinem Kontakt gesprochen, eine Frau, von der er Infos über eine Operation der Dwellys wollte. Aber er ist nie aufgetaucht. Ich habe ein schlechtes Gefühl, Adam. Tun Sie Ihr Möglichstes, um seine Spur aufzunehmen. Hoffentlich ist er okay. Ja, ja. Machen wir aber, wir haben ja mehr oder weniger Zeit. Ich habe dich gefunden. Jetzt musst du mich finden, Adam. Bitte, Hilfe. Okay, das ist seltsam. Ja, freut mich ja. Ja, Sicherheitscheck, bla bla. Hoffentlich sind Ihre Papiere in Ordnung, Opti. Natürlich, Officer. Hallo, Nuss. Moment. Übertrage ID-Scan. Okay. Jupp, das freut mich. Alles in Ordnung. Das ist ja nicht verkehrt. Wie gesagt, wenn du, wenn es bei dir, oder wenn du willst, entweder kannst du sie auf Twitch nochmal anschauen. Oder halt eventuell nochmal auf YouTube in guter Qualität. Je nach Präferenz. So. Dann. Da unten hin. Ich glaube, sonst haben wir auch erstmal nichts zu tun. Jupp, alles klar. Mach's gut. Bis denn dann. Bereich verlassen. Jawohl. Jetzt haben wir wieder eine tolle Warte. Sequenz. Aber wie gesagt, finde ich angenehmer als, ja, als wenn halt einfach nur ein Bildschirm oder ein Bild gezeigt wird und unten halt ein Ladebild und dann durchläuft. Ich denke, da hat man sich auch irgendwann satt gesehen, aber das sollte soweit passen. Ah ja, gut. Ja, das hat's ja gelohnt. Stimmt. Die war ja auch... Stimmt, war gar nicht so lange her, seitdem Sale war. Bin auch mal gespannt, wie das dann läuft. Wie gesagt, danach werden wir das alte Deus Ex spielen. Das ist ja bei mir schon eine ganze Weile her. Und
Mal gucken, wie wir dann damit zurechtkommen. Und von Invisible War habe ich zumindest mal nicht so viel Gutes gehört damals. Und mittlerweile Roger Lynch ja auch geschrieben in den Kommentaren hier nachher, dass es auch wohl scheinbar nicht so gut war, zumindest seiner Erfahrung nach. Mal schauen, aber kriegen wir durch, denke ich. Genau vor 2 Wochen war das. Das kann gut sein. Ich habe eine Genehmigung. Und ich stehe hier schon den ganzen Tag. Mit wem redest du denn? Doc La- Guten Abend, Sir. Es tut mir leid, die Polizei bedrängt mich. Das kenne ich. Sie arbeiten für die Santo Group? Ja, ich vertrete sie beruflich. Felice Ullman. Sir, Sie haben sicher schon von Rabia gehört. Möchten Sie dort ein neues Leben anfangen? In einer Stadt, in der die Entscheidung für Augmentierungen respektiert wird? Was würden Sie sagen? Ich würde sagen, ich komme gerade aus dem Utolek-Komplex. War das nicht Santos letzte bessere Zukunft für Augmentierte? Das sollte eine vorübergehende Wohnlösung für Gelegenheitsarbeiter sein. Aber nach dem Zwischenfall hatte die tschechische Regierung andere Pläne. Und Santo hat die Verantwortung abgelehnt. Nein, wir konnten nichts tun, weil wir damals vertraglich an die Regierung gebunden waren. Heute wickelt Santo so etwas anders ab. Dank Mr. Brown. Es überrascht mich, dass ein Konzernchef wie Nathaniel Brown so offen Augmentierte unterstützt. Mr. Brown ist ein, sagen wir, ein Erneuerer, der auch einreist. Wir können nicht einfach alles wieder aufbauen. Das hat nicht funktioniert. Wir müssen neu anfangen. Dass Ihr Unternehmen die einzige Option für Tausende von augmentierten Bauarbeitern ist, ist sicherlich auch sehr hilfreich. Die Welt hat das Potenzial der Augmentierungen vergessen. Aber Bau und Besiedlung einer umweltfreundlichen, völlig autarken Archäologie? Das ist nicht nur Mr. Browns Lösung für die Augmentierten, sondern für die Zukunft von Städten an sich. Was genau ist an Rabia anders? Früher haben wir Städte für Regierungen und Mittelsmänner gebaut. Jetzt bauen wir sie für die Menschen. Rabia ist ein souveräner Staat aus dem 3D-Drucker. Direkt für seine Bürger. Keine Stadt für Augmentierte, sondern eine augmentierte Stadt. Die Verkaufsmasche klang vor dem Zwischenfall anders. Mehr Luxus, weniger Augmentierung. Das war, bevor Mr. Brown den Vertrag von der Regierung in Oman zurückgekauft hat. Die Welt hat sich verändert und wir auch. Jetzt besitzen wir die Stadt, das Land und ihre Botschaft an die Welt. Einfach alles. Wenn Brown das alles weiß, sehen wir uns in ihrer Zukunft vielleicht mal wieder. Hier haben wir jedenfalls keine Zukunft. Das steht fest. Remember Me habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Ich hab's öfter mal gesehen bei Steam, dass es entweder im Angebot ist oder so, aber ich habe auch noch nichts dazu gesehen. Also schaue ich mir vielleicht mal an. Danke für den Hinweis. Naja. Willst du hier... Nee. Du willst wohl nicht kontrollieren? Gute Frau, laut Ihrer Papiere dürfen Sie sich derzeit nur im Shikashka-Viertel aufhalten. Es tut mir leid, aber ich kann Sie nicht durchlassen. Nichts, aber in meinem Viertel gibt es die besten Orangen nicht. Ich unterliege doch nur der Einschränkung, weil ich gerne im alten Prag Orangen kaufe. Ich verstehe das nicht. Das war keine Waffe, sondern ein Obstmesser, um Orangen zu schälen. Schauen Sie, es sind doch nur 2 Monate. Die können Sie bestimmt ohne die besten Orangen überleben. Okay, gehen Sie. Hast du gerade an mir geschnüffelt? Was es alles gibt. Okay, was haben wir hier schönes? Ah, Zugangskartenreader. Kirche.
Wir müssen nach da hinten. Ach cool, guck mal. Haben Sie den Tatort gesehen? Was die mit ihr gemacht haben? Was fasziniert uns an solchen Dingen? Sind wir krank? Sich mit dem Tod zu beschäftigen ist nichts Schlimmes. Selbst zu töten wäre schlimm. Die arme Frau. Arme Familie. Sie war eine augmentierte Journalistin, eine der wenigen Gemäßigten, die es noch gab. Ja, und mal schön hier Fotos machen, ne? Sowas passiert mir nicht. Jemand hat es auf Optis abgesehen. Das ist nicht die erste. Was meinen Sie? Sollten wir ihn nicht mal langsam verhaften? Sakra! Johnny geht nirgendwo hin. Weshalb die Eile? Ich habe dieselben Befehle wie Sie. Ich kenne Ihre Befehle. Tun Sie mir den Gefallen und tun Sie wenigstens so, als würden Sie Beweise suchen. Sie glauben nicht, dass er es war? Doch, aber ich glaube auch, dass wir zumindest versuchen sollten, es zu beweisen. Ist das okay für Sie? Ja, aber natürlich. Wie Sie meinen. Die Synchronstimme von dem Typ hier kenne ich auch, also hier von unserem Glatzkopf. Ja gut, dann schaue ich da mal rein. Ich werde da schon was finden, denke ich. Sie hätten das gesehen haben müssen. Mr. Karl Montag. Heute ist doch Dienstag. Ist ein Tag zu früh oder zu spät, je nachdem. Daria hat was gesehen, redet aber anscheinend nicht mit den Cops. Ah, oh. Sir, treten Sie vom Tatort zurück. Naja. Okay, du bist Daria. Wir dürfen ihn nicht davon kommen lassen. Na? Ich kenne sie. Wir sind Nachbarn. Ich habe sie in unserem Haus gesehen. Sie sind schwer zu übersehen. Sind sie zufällig hier, um zu ermitteln? Nein, mich hat niemand geschickt. Was ist hier passiert? Es ist schrecklich. Eine augmentierte Frau wurde ermordet. Direkt vor unserer Wohnung. Sie war in meinem Alter. Wissen Sie zufällig, wer sie war? Nein, ich habe sie noch nie gesehen. Es ist traurig, dass man in der Sache nichts unternehmen wird. Ob die Opfer stehen auf der Prioritätenliste der Polizei ziemlich weit unten, wie die Hunde auf der Straße. Sie sind kein Polizist, oder? Ich arbeite jetzt für jemand anders, eine andere Behörde. Perfekt. Sind Sie ranghöher als die Polizei? Kommt drauf an, wen Sie fragen. Der Detective hier, er ist nicht bei der Sache. Ich habe den Eindruck, es ist ihm egal. Was ist mit Ihnen? Was interessiert Sie daran? Morbide Neugier? Oh Gott, nein. Ich will nur nach Hause. Detective Montag, er sagt, ich muss bleiben. Er glaubt, ich hätte was gesehen. Haben Sie was gesehen? Vielleicht. Ganz ehrlich, ich würde lieber nichts sagen. Denn wenn ich etwas gesehen hätte und davon erzähle, dann bringt mich das doch in Gefahr. Sie mögen nicht viel von der Polizei halten. Mir geht es da nicht anders, aber das heißt nicht, dass Sie Informationen zurückhalten sollten. Die sind unfähig, mich zu beschützen. Sie wollen es nicht und es fehlt ihnen der Mut. Wie dem auch sei. Es ist wahrscheinlich ihre beste Chance, bei dem Fall zu helfen. Ich weiß. Es ist nur, ich traue der Polizei nicht. Bei ihnen würde ich mich sicherer fühlen. Sie haben ein nachvollziehbares Interesse. Sie sind augmentiert, genau wie das Opfer. Und sie sehen aus, als könnten sie mich wirklich beschützen. Es ist nicht mein Fall. Aber vielleicht könnten sie helfen. Bitte, Herr Nachbar, reden Sie mit Detective Montag, nur zur Information. Er soll nicht denken, er wäre im Urlaub, nur weil das Opfer ein Opti ist. Ich frage den zuständigen Beamten, wie weit er mit den Ermittlungen ist. Wenn ich ihm helfen kann, helfe ich. Danke. Sollte mir noch etwas einfallen, kann ich Sie dann irgendwie kontaktieren? Wollen Sie mir jetzt schon davonlaufen? Bei der ersten Gelegenheit. Jetzt ist kein Zeitpunkt, um in der Kälte zu stehen. Ich will nur nach Hause, die Tür verrammeln und nie wieder rausgehen. Natürlich warte ich, bis Detective Montag es erlaubt. Und ich werde versuchen, all Ihre Fragen zu beantworten. Ich gebe Ihnen Zugriff auf meinen Infolink.
Dann stehe ich Ihnen immer zur Verfügung. Danke, Herr Nachbar. Mit Ihnen über die Sache reden. Warum redet sie mit ihm, aber nicht mit mir? Ich sehe halt besser aus, Schnucki. So, jetzt haben wir hier also noch einen neuen Nebenauftrag. Meine Güte. Sind wir gar kein Ende mehr. Ja, ich glaube, wenn wir schon mal hier sind, dann... haben sie ja die Beine abgenommen? Das ist mir gerade vorhin mal kurz aufgefallen. Sieht ganz so aus. Und den Arm. Diesmal bist du mit dem Kaffee dran. Das sieht mir... Was haben wir denn hier? Betäubungspfeil, würde ich fast sagen. Scheinbar haben sie ja die kompletten Augmentierungen rausgerissen. Da geht wohl jemand rum und, ja, entledigt die Augmentierten ihre Augmentierungen. Jack the Ripper. Na komm, machen wir jetzt mal hier. Finde ich gerade ganz interessant. Wen hast du verärgert, um diesen Dienst zu kriegen? Daria hat also tatsächlich mit ihnen geredet. Zu mir hat sie kaum zwei Worte gesagt. Was kam dabei raus? Hat sie was gesehen? Sie meinen ihre Zeugin da drüben. Sie ist noch nicht sicher. Wieso nicht sicher? Entweder hat sie was gesehen oder nicht. Sie hat Angst und glaubt, sie könnte in Gefahr sein. Ich habe ihr gesagt, es sei alles okay und der Täter würde gefasst. Ich würde das gern glauben. Geht mir genauso. Aber wie Sie sehen, war das Opfer augmentiert, so wie Sie. Das macht die Sache komplizierter. Als Cop in dieser Stadt geht es nicht immer darum, das Richtige zu tun oder etwas richtig zu machen. Es gibt keinen Grund für Komplikationen. Jemand wird ermordet, sie suchen den Mörder. Ob das Opfer ein Opti war oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Ah, vor dem Gesetz sind alle gleich, was? Okay. Aber was ist, wenn das Gesetz selbst Vorurteile hat? Müsste ich als Polizist dann nicht diese Vorurteile vertreten? Nein, müssten Sie nicht. Sie müssen das Ideal vertreten, den Unterschied zwischen richtig und falsch kennen und entsprechend handeln. Sie sind offensichtlich kein Cop, oder? Ich war mal Polizist, 12 Jahre lang. Jetzt bin ich bei Interpol. Interpol, hä? Hören Sie, ganz unter uns, mir wurde gesagt, ich soll unnötige Ermittlungen unterlassen. Sie sollen wissen, dass ich so ein Vorgehen ablehne. Wer hat Ihnen diese Vorgabe erteilt? Männer, die Politik machen und selbst niemanden verhaften. Sie wollen den Ehemann des Opfers, Johnny Gunn, Ex-Sicherheitsmann, schwer augmentiert. In Ordnung. Aber wenn Sie das ablehnen, wenn Sie wissen, dass Dinge falsch laufen, warum unternehmen Sie dann nichts dagegen? Das habe ich gerade. Mir sind die Hände gebunden, aber Interpol könnte parallel ermitteln. Der Tatort ist da drüben und Johnny wohnt nur ein paar Blocks von hier entfernt. Ich sagte nie, dass ich an Ihrem Fall arbeiten werde. Doch, das haben Sie. Sie haben es Ihrer kleinen Freundin da drüben versprochen, oder nicht? Sie redet nicht mit Cops, weil sie uns nicht traut. Sie ist klug. Ich habe Befehl, den Ehemann zu verhaften. Falls Sie Johnny vor meinen Jungs erwischen, vielleicht erfahren wir dann was Neues. Ich sag Ihnen, was ich rausfinde. Na, sieh mal einer an. Interpol, für wen halten die sich? So, können wir jetzt hier mal die Wunden noch untersuchen? Ich hoffe mal, das ist dann, ja, dauert dann nicht zu lange, dass wir jetzt den Typ noch kriegen. Über Angela Gunns linkem Arm sind Schnittwunden. Offenbar wurde ihre Augmentierung gewaltsam entfernt. Ja, genau das, hatte ich auch so in, ja, Erinnerung oder so gesehen. Die Quetschungen an Angela Gunns Hals sind frisch. Offenbar hat sie der Mörder erwürgt und dabei einen teilweisen Fingerabdruck hinterlassen. Das ist doch schön. Die Nadel haben wir noch. In Angela Gunns rechter Schulter steckt eine abgebrochene Nadel. Wahrscheinlich, um sie zu betäuben. Wenn diese Arschlöcher
Nur weil Montag ihm traut, muss ich das noch lange nicht. Da hinten ist noch Zeug. EMP-Fragment. Ein Fragment, das in der Nähe von Angela Guns Leiche gefunden wurde, vermutlich von einer EMP-Granate, mit der vorwiegend Elektronik deaktiviert wird. Oder Menschen mit Augmentierungen, ja. Dann haben wir hier noch ein bisschen was rumfliegen. Der Ausweis des Mordopfers. Angela Gunn war Reporterin. Das wussten wir ja schon. Tja. Ich glaube, er hat was gefunden. Ja. Ziemlich offensichtlich, was hier passiert ist. So, sieht aus, als gehört das zu einer Brille. Das würde ich auch so sagen. Sind Sie Journalist? Nein, aber Sie. Sie hatte Feinde. Ich hab gesagt, Sir, treten Sie vom Tatort zurück. Jetzt fehlt noch eins. Die Wunden. Ach so, ja, genau. Das hatten wir ja schon. So. Der Harvester. Okay. Man kann niemandem trauen. Ach, ist da hinten jetzt noch was? Okay. Da wäre halt noch eine Kiste. Glauben Sie, ich weiß nicht, was hier los ist? Nee, wir müssen scheinbar hier bleiben. Okay, wo haben wir denn noch was übersehen? Ich glaube bei ihr tatsächlich nicht allzu viel. Ich habe einige Fragen an Sie. Ich werde kooperieren. Sie haben Ihre Hilfe zugesagt, also will ich auch helfen. Was haben Sie hier gemacht? Ich habe Starlight gesucht, meine Katze. Da war ein Blitz und die plötzliche Sicherheit. Ich wusste, dass gerade etwas Schreckliches geschah. Wo waren Sie genau? Im Schatten. Kopf gesenkt. Ich konnte mich nicht bewegen. Du bist so dumm, Daria. Ich hätte heute nicht rausgehen sollen. Schlechte Energien. Sollte ich sonst noch etwas über Sie wissen? Sie wollen mehr über Daria wissen. Was gibt's da zu sagen? Kleinstadtmädchen will in Großstadt ihren Problemen entfliehen. Jemand anderes werden. Hat's geklappt? Nicht wirklich. Man kann nicht vor sich selbst fliehen. In der Großstadt werden deine Probleme nicht kleiner. So funktioniert das nicht. Wie ging der Angriff vor sich? Was hat der Mörder getan? Er war über ihr. Und hat ihr das Böse rausgeschnitten? Zumindest hat er es so genannt, glaube ich. Sie haben seine Stimme gehört? Laut und deutlich. Er klang selbstbewusst, autoritär, wie ein General, der Truppen befehligt. Was genau hat er gesagt? Es ist Zeit, dich wieder gesund zu machen. Haben Sie irgendeine Erinnerung daran, wie der Mörder aussah? Ganz ehrlich, ich habe eigentlich nur einen Schatten gesehen. Der Mann war sehr groß. Der Schatten hat alles verdeckt. Sie können ihn also nicht beschreiben? Sein Gesicht nicht, nein. Seine Kleidung war sehr dunkel. Schwarz, vielleicht blau. War er augmentiert? Er hat sich so bewegt, aber ich bin nicht sicher. Warum trauen Sie der Polizei die Aufklärung des Falls nicht zu? Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Was für Erfahrungen? Pfiffe, die ich nicht wollte. Unberechtigte Strafzettel. Die Polizisten hier sind schlimmer als Kinder. Ihr Lebenshöhepunkt war, Teamkapitän ihrer Schulmannschaft zu sein. Ich war Kapitän des Debattierclubs auf der Highschool. Naja, das ist was anderes. Was halten Sie von Montag? Haben Sie ihn schon mal getroffen? Ich war vor Jahren mal auf dem Revier, um mich über einen Strafzettel zu beschweren. Detective Montag ist für den Papierkram zuständig. Wie hat er sich angestellt?
Ganz okay, aber er ist ein Schreibtischhengst. Sehen Sie, wie verloren er wirkt? Die Bullen, die einen Mörder fangen können, die werden bei ermordeten Optis nicht eingesetzt. Ich tue, was ich kann, um bei den Ermittlungen zu helfen. Viel Glück. Tja, siehst du mal. Jeden Opti erschießen, den wir sehen. Setzen wir diese Unterhaltung doch bei einem Bier fort. So, ja, wie ich schon sagte, er scheint wohl darauf aus. Aber wenn er selber augmentiert ist, macht das ja, glaube ich, gar nicht mal so viel Sinn. Vielleicht morgen. So, was habe ich jetzt hier noch übersehen? Wo ist der? Guck mal, eine Kamera. Wahrscheinlich von ihm. Hatte ich auch nicht erwartet. Machen Sie das nicht nochmal, Techno. Schön, dass ich gehüpft bin. Meine Güte. Was machst du da unten? Wenn Johnny nicht wäre, hätte ich Ihnen das angehängt. Das ist ja schön. Hier wäre halt noch Pizza und so. Vielleicht hinter der Tasche. Nein. Lassen wir es gut sein, ha? Da ist doch noch hier ein Zettel oder irgendwas, aber... Ach man, ich will den letzten Hinweis noch finden. Ich möchte das doch... guck mal. Ich möchte das doch optimal abschließen hier, diesen Fall. Scheint aber tatsächlich hier in dem Bereich zu sein. Vielleicht gehe ich wirklich mal hier hochgucken. Na komm, kommst du da hoch? Entfernen Sie sich von hier, Techno. Scheinbar nicht. Wenn diese Arschlöcher irgendwas versuchen. Ja, dachte ich mir. Dann versuchen wir es doch einfach mal hier rüber. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir da drin was finden werden. Bleib da bitte oben, danke. Das sieht mir nicht so aus. Na gut. Will dann dazu. So. Können wir die auch so öffnen? Jawohl. Sie könnten direkt um die Ecke sein. Tja, oder über dir. Haha, Flug. Erwischt. Etwas wird sie dazu antreiben, uns wo ist dieser letzte Beweis? Können wir sie irgendwo wegpacken? Nee. Ach da, guck mal. Eine rausgerissene Augmentierung. Wer immer das getan hat, wollte sie wohl nicht für sich. Er wollte sie nur aus seinem Körper entfernen. Also hat er wohl sich doch... Aber warum fängt er es jetzt damit an? Fragen über Fragen. Aber gut, wir haben das abgeschlossen. Jetzt müssten wir eh woanders hin. Na gut, dann machen wir, wie gesagt, dann will ich das, bevor wir jetzt hier großartig rumreisen, ich will dann gucken, dass wir dann hier zumindest mal die Sachen erledigen können, die wir erledigen, in der Ecke hier machen können. Ich gehe nicht davon aus, dass es hier irgendeine Zeitvorgabe gibt. Wenn, wäre das sehr nervig. Aber ganz interessant, dass das hier jetzt wieder, dass wir jetzt halt auf dem Weg zu der Mission, ne, auf einen weiteren Nebenauftrag gekommen sind. Aber nicht wirklich. Das verstehe ich nicht. Hier ist wieder eine Menge Stroh.
finde ich nicht so toll. Scheinbar soll das irgendwas... irgendwas ausmachen. Aber gut, hier haben wir einen gesperrten Bereich. Na dann. Ach, den haben wir sogar. Das hat doch auch seine Vorteile.